Crazy Power! Anime! So, meine Anime-Liebhaber, kommen wir zu Teil 26 meiner deutschen Anime-Serienaufzählungen. Division of Escaflown. Seit einiger Zeit plagen Hitomi seltsame Albträume von gepanzerten Kolossen, tapferen Rittern und mächtigen Ungeheuern. Eines Tages wird eine dieser Visionen plötzlich Wirklichkeit und Hitomi und ihre Freunde stehen einem gigantischen Drachen gegenüber. Von ihren Freunden getrennt findet sich Hitomi in einer anderen Welt wieder, bevölkert von fremdartigen Kreaturen und inmitten eines grausamen Eroberungskrieges. An der Seite des jungen Prinzen Wan, des Ritters Ellen und der quirligen Merle versuchen sie das Geheimnis zu lösen, das sie hergebracht hat. Das Geheimnis um Escaflown. Dieser Anime ist von 1996. Die Animationen sind schon etwas in die Jahre gekommen. Ich mag aber diesen alten Style, drum stellte mich der Zeichenstil vollends zufrieden. Der Soundtrack ist zum großen Teil einfach nur als vollkommen ideal und makellos zu bezeichnen. Das Opening-Lied fand ich sehr harmonisch und vor allem passend zur Serie. Auch die BGM war sehr gelungen. Die ständigen Chorgesänge wirkten auf mich unheimlich und faszinierend zugleich. Fazit bei 26 Folgen: Wenn man auf der Suche nach einer Serie ist, die schlichte, gute, wenn auch nicht sonderlich innovative oder ausgefeilte Unterhaltung bietet, ist Escaflown sicher ein heißer Tipp. Eine der Serie, die beweist, dass sich ältere Anime nicht vor den neuen verstecken brauchen. Dieser Anime bekommt von mir 4 von 5 Pikachus. Tokyo Magnitude 8.0. Mirai, eine junge Mitschülerin, besucht gerade mit ihrem Bruder Yuki am Anfang der Sommerferien eine Roboterausstellung auf Tokios künstlicher Insel Odaiba, als ein schweres Beben der Stärke 8.0 auf der Richterskala den Tokyo Tower und die Rainbow Bridge erschüttert und zum Einstürzen bringt. Tokios Standbild verändert sich in Sekundenschnelle. Mit Hilfe einer motorisierten Botin namens Mary versuchen die beiden nach Setagaya im westlichen Tokio zu gelangen, wo sich ihr Zuhause samt ihrer Mutter befindet. Dieser Anime ist von 2009. Zum Background muss man nicht viel sagen, absoluter Hingucker, aber die so animierten Szenen und Figuren wirken einfach nur unecht. Jedoch ist man mit der Technik sehr sparsam umgegangen und war aus diesem Grund für mich leicht zu verkraften. Zur Musik nur so viel, das Ending ist absolute Klasse. Sollte man sich mal komplett anschauen, vor allem nach der letzten Folge, sollte man es erstmal mit der Musik auf sich einprasseln lassen. Fazit bei 11 Folgen: Diese Serie ist eine brillante Perle der Anime-Szene, die locker jeden Katastrophenfilm, den es gibt, in die Tasche steckt. Ein absolutes Unikat. Dieser Anime bekommt von mir 3 von 5 Pikachus. Trigun. Nach einer Bruchlandung auf einem trostlosen Wüstenplaneten fristen die Menschen auch nach 130 Jahren immer noch ein karges Leben. Die wenigen größeren Siedlungen haben sich alle um die Überreste der Raumschiffe entwickelt und überleben mit Hilfe von Plants, einer Art Energiequelle. Das Wissen über diese verlorene Technologie ist jedoch kaum noch vorhanden und so hat sich ein seltsames Miteinander aus vergangener Hochtechnologiezeit und einem Leben im Wilden Westen entwickelt. Dieser Anime ist von 1998. Den Zeichenstil fand ich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon bei Folge 2 hatte ich mich dann gewöhnt und fand alles super. Musikalisch gesehen ist Trigun nicht unbedingt der Brüller, das hat aber auch kaum gestört. Der Anime hat eine sehr gute Story, Science Fiction und Wilden Westen als genialer Mixtur. Fazit bei 26 Folgen: Witziges, dramatisches und actiongeladenes Feuerwerk. Trigun ist eine echte Granate. Dieser Anime bekommt von mir 4 von 5 Pikachus. Trinity Blood, Armageddon, das war der Fehler, den die Menschheit vor Jahrhunderten begangen hat. Doch der Preis, den sie zahlen mussten, war zu hoch. Die Welt im Neustartprozess, die Vampire aus der Unterwelt nutzen die Zerstörung der Menschheit, um sich selber auf dem Planeten breit zu machen. Sie sind unter uns. Der Vatikan weiß Bescheid und hat eigene Männer und Mittel gegen die Vampire. Dieser Anime ist von 2005. Beeindruckend schönes Charakterdesign und krasse düstere Atmosphäre. Gefallen hat mir hervorragend die BGM, das Opening und das Ending, die waren wirklich gut. Fazit: 24 Folgen, also für Fans von Vampiren, Dämonen und düsteren Geschichten, kann ich Trinity Blood nur weiterempfehlen. Dieser Anime bekommt von mir 4 von 5 Pikachus. Tsubasa Reservoir Nickel. Der jugendliche Hobbyarchäologe Shorns ist mit den Ausgrabungen von den wüstensandverschütteten Ruinen beschäftigt, die vor dem Königreich Cloud Country liegen. In diesem Königreich lebt auch die Prinzessin Sakura, in die Charons verliebt ist. Sakura, die Schwester vom König Toya, erwidert Charons Gefühle und will sie ihm gestehen. Doch bevor es dazu kommt, öffnet sich in den Ruinen eine Kammer. Dieser Anime ist von 2005.
Zu den Animationen ist eigentlich nichts auszusetzen. Die sind einfach nur Clamp und da ich ein kleiner Clamp-Fan bin, war es umso besser. Sonst gilt Hate it or Love it. Dennoch waren an manchen Stellen einfach nur billige Animationen, wie zum Beispiel schlecht gezeichnete oder nicht flüssige Bewegungen. Bei der Musik, egal ob Opening oder Ending, BGM oder Effekten, kann ich diesem Anime einfach nur die Note 1 verpassen. Fazit: 2 Staffeln, a 26 Folgen plus 4 Filmen. Der Anime besitzt einfach nur Charme, tolle Charaktere und eine süße Love Story. Für die Leute, die schnell bei langweiligen Stellen eine Serie abbrechen, empfehle ich diesen Anime nicht. Dieser Anime bekommt von mir 3 von 5 Pikachus. Utawarer Umono. Ein Mann ohne Vergangenheit könnte den Schlüssel der Zukunft besitzen. Alles um ihn herum ist in Geheimnissen gehüllt. Die Maske, die er nicht abnehmen kann, seine eigene Vergangenheit, die er nicht enträtseln kann und das Überleben der Leute, die ihn zu ihrem Anführer auserkoren haben. Dieser Anime ist von 2006. Die Animationsqualität schwankt während der Serie. Teilweise gibt es sehr flüssige und detaillierte Szenen, doch öfters merkt man den Qualitätsverlust deutlich durch schwammige Hintergründe und Defizite bei Details und Bewegungsabläufe. Musikalisch gibt es einige nette Stücke zu hören, obwohl die BGM nach einer Weile ob der vielen Wiederholungen doch ziemlich aufdringlich wirkt und dadurch etwas an Wirkung einbüßt. Fazit: bei 26 Folgen plus 3 Filmen, als Meisterwerk würde ich es nicht bezeichnen, aber als sehr guten und unterhaltsamen Anime allemal. Vor allem der tolle Cast und die interessante Storyline wissen zu begeistern. Und auch wenn es storytechnisch Schwächen gibt, so fallen diese niemals so schwer ins Gewicht, dass sie den Unterhaltungsfaktor beeinträchtigen könnten. Dieser Anime bekommt von mir 3 von 5 Pikachus. Vampire Knight. Yukis früheste Erinnerung stammt von einer stürmischen Winternacht, in der sie von einem Vampir angegriffen und wiederum von einem anderen Vampir, Kaname Kuran, gerettet wurde. 10 Jahre später ist Yuki die Adoptivtochter des Direktors der Cross Academy. An ihrer Seite ist ihr Kindheitsfreund Zero, dessen Eltern von dem reinblütigen Vampir getötet wurden. Dieser Anime ist von 2008. Die Charaktere sind detailreich und schön in Szene gesetzt, die Animationen sind durchweg flüssig und aufwendig, Hintergründe sind meistens ebenfalls detailreich, manchmal könnten diese aber auch schöner ausfallen. Der Sound ist durchweg gut, das Opening und Ending sind schon lange in meiner Playlist und ich erfreue mich jedes Mal es zu spielen. Die BGM ist sehr atmosphärisch und trägt seinen Teil zum Erlebnis bei. Fazit: bei 2 Staffeln, a 13 Folgen, Vampire Knight ist einer der wenigsten Anime, die ich mich von Anfang an positiv überrascht haben. Meine anfänglichen Skepsis wurde schnell zunichte gemacht und ich wurde durchweg unterhalten. Dieser Anime bekommt von mir 4 von 5 Pikachus. Waiting in the Summer. Während Kaito mit seiner Kamera die Sterne von einem Staudamm ausfilmt, schlägt plötzlich in seiner Nähe ein Asteroid ein, durch dessen Wucht er schwer verletzt und von der Kaimauer geschleudert wird. Als er am nächsten Morgen unversehrt in seinem Zimmer aufwacht, ist das Einzige an das, was er sich noch erinnern kann, an eine Hand, die ihn griff und ihm vor dem Absturz in die Tiefe rettete. Noch immer verwirrt, was eigentlich passiert ist, trifft er in der Schule auf die rätselhafte Austauschschülerin Ichika, die allen durch ihre feuerroten Haare auffällt. Dieser Anime ist von 2012. Zu allem dem gestellt sich eine sehr starke Animationsqualität und ein Zeichenstil, der sich in der oberen Liga mit Leichtigkeit einordnen kann. Die musikalische Untermalung ist zwar immer passend und stimmungsvoll umgesetzt, allerdings auch nichts wirklich Überragendes. Ebenso das Intro als auch das Ending, typischer Durchschnitt. Fazit: bei 12 Folgen, unterm Strich ist dieser Anime wohl zu empfehlen, der auf der Suche nach Romantic Comedy ist. Dieser Anime bekommt von mir 2 von 5 Pikachus. Wedding Peach. Eine Dämonin namens Satania fand vor etwa 15 Jahren einen kleinen Durchgang zur Welt der Engel. Aus Neugierde schlüpft sie hindurch und fand ein zauberhaftes Wunderland vor. Als sie von Weitem einen Engel sah, verliebte sie sich sofort in ihn. Doch als dessen Freundin erschien, brach es ihr das Herz. Die Engel warfen Satania aus ihrem Reich wieder hinaus und in der Dämonin erwachte ein glühender Hass. Sie übernahm die Herrschaft im Reich der Dämonen und griff dann das Reich der Engel an. Dieser Anime ist von 1995. Ich finde dafür, dass der Anime schon etwas älter ist, sind die Animationen recht gut gelungen. Die Hintergründe sind teilweise sehr detailvoll gezeichnet und die Kampfanimationen sind auch schön anzusehen. Musikalisch fand ich die Serie sehr ansprechend. Viele der BGM-Stücke kommen passend daher. In puncto Synchro kenne ich soweit nur die RTL2-Fassung, finde die Stimmen insgesamt nicht verfehlt und die Dialoge im Deutschen sorgten das ein oder andere Mal für einen guten Schmunzler.
Fazit bei 51 Folgen plus 4 Filmen. Wedding Peach hat letztendlich viel Ähnlichkeit von der Story von Sailor Moon und wird deswegen schnell langweilig. Trotzdem sollte man als Magical Girl Fan den Anime wenigstens einmal gesehen haben. Dieser Anime bekommt von mir 2 von 5 Pikachus. Witch Hunter Robin. Mehrere Jahrhunderte sind vergangen und die Menschheit hat die Existenz von Hexen vergessen. Aber es gibt eine geheime Organisation, die alle Hexen registriert. Die Salamonsh Witch Management Organization. Die STN hat die Aufgabe, Hexen einzufangen, und zu diesem Zweck hat sich die Regierung und die Polizei der ganzen Welt unter Kontrolle. Dieser Anime ist von 2002. Die Darstellung von Charakteren und Umgebung hat mich hier besonders angesprochen. Die leicht markanten Züge der Gesichter waren erfrischend anders und auch der Verzicht auf übertriebene Emotionaldarstellungen waren passend. Die Umgebung unterlegte die ruhige und eher düstere Grundstimmung der Serie durch einen kühlen und mit knalligen Farben gezeigten Look. Das Opening ist ein echter Ohrwurm und wurde von mir jedes Mal von Anfang bis Ende durchgehört. Das Ending hingegen war relativ nichtssagend. Die BGM hatte diesmal ihre Höhen und Tiefen. Fazit bei 26 Folgen: Witch Hunter Robin ist sicher nicht für jedermann, vor allem nicht für Fans von bunten, niedlichen Anime und wahrscheinlich auch nicht für jene, die rasante Dauer-Action wollen. Sollte man sich hier aber auf der Suche nach einer mehr oder minder ruhigen Mystery-Serie befinden, so wird man hier mit ziemlicher Sicherheit gut bedient. Dieser Anime bekommt von mir 3 von 5 Pikachus. So, das war's. Die Titel findet ihr unten in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Deutsche Anime-Serien Teil 27.